Servus, Gerte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Crusader Kings 3 mit immer noch dem König Kustel. Und wir sind jetzt hier quasi gerade dabei zu versuchen, dass wir unserem Verbündeten in Frankreich noch helfen. Der Herzogin von Poitou. Es sollte kein allzu großes Problem werden und danach muss ich mich entscheiden, wie es denn jetzt weitergeht. Dann werden wir einfach mal, ich schätze mal, die Kriegsoptionen mal durchgehen. Wir sind ja hier auch ein Kriegerkönig, das passt auch ganz gut. Und Schwaben wäre schon was. Ja, dass ich Schwaben noch mit reinkrieg. Schauen wir mal. So. Und ja, ich weiß, ich habe ja noch den Malus drauf, weil ich gerade erst eingeschifft bin hier. Aber gegen 1900 Mann mache ich mir da keine allzu großen Sorgen. Frage ist bloß, was machen die hier? Wisst ihr was? Ich warte hier lieber nochmal noch ein bisschen. Und schauen wir mal an, bis meine Armee da ist. Ne, die können wir direkt angreifen. Da passiert nichts. Und dann müsste dieser Krieg eigentlich auch relativ schnell vorbei sein. Ah, vielleicht sind wir sogar Erster, dann können wir wirklich noch sagen, hier, ich habe euch wirklich aktiv geholfen, liebe Verbündete. Hat wahrscheinlich vom Spiel her, macht es keinen Unterschied, aber für mich und mein Gewissen ist es schon sehr, sehr wichtig. Schauen wir mal. Schlacht müsste ja relativ schnell wieder vorbei sein. England. England würde ich tatsächlich gerne wieder loshaben. Ich habe mit Bayern genug zu tun. Ich fühle mich tatsächlich noch nicht genügend im Spiel drin, um Kaiser zu werden oder zwei Königreiche zu... Gut, den Krieg haben wir auch gewonnen. Dann kann ich unsere Armeen auflösen. Ja, und dann werden wir doch mal schauen, gegen wen es als nächstes geht. Das Reich verliert Vasallen, wenn sie sterben. Aber warum? Ach, hohe Lehnsautorität. Was habe ich jetzt? Ich habe doch hohe Lehnsautorität. Ich wollte gerade in das leckerste Stück Ente beißen, das ich je gesehen hatte, als einer meiner Diener umkippte und sich den Hals hielt. Er hatte sich ein Stück meiner Mahlzeit einverleibt. Immerhin war mir dies eine Warnung, den Vogel nicht anzurühren. Und er wurde zugleich umgehend für sein Verbrechen bestraft. Der Vogel. Das war zweifellos das Werk von Graf Popo, diesem ruchlosen Schwein. Der wird es noch bereuen. Dann werden wir ihn mal einkerkern. Einkerkern. Schauen wir mal. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen würde, doch ich habe keine andere Wahl. Ich muss meine Berufung als Ratsverwalter von das Heilige Römische Reich mit sofortiger Wirkung zurückweisen. War ich da Ratsverwalter? Ich habe es gar nicht gewusst. Schauen wir mal, ob wir den einkerkern können hier. So, haben wir den nächsten Krieg. Krieg erklärt an meinen Lehnsherrn, mögen euch die Säfte Graf Popo von Lika. Ja gut, also mit 800 Mann hat er noch Verbündeten, 2000 Mann. Sammelt die Truppen. Auf geht's wieder in den nächsten Krieg. Das macht mir natürlich jetzt überhaupt keine Sorgen. Hätte mich aber tatsächlich gerne lieber um andere Dinge gekümmert. Als mich hier mit dem Graf Popo rumzuärgern. Lektion der Vergangenheit. Obgleich ich sicher viele Schlachtfälle sehen werde, bevor ich vor meinem Schöpfer trete, enthält meine Bibliothek Kriegsgeschichten aus 100 Lebzeiten. Ich habe kürzlich einen Folianten erhalten über die große Belagerung von Konstantinopel sowie eine abgegriffene Schriftrolle in einer uralten Sprache. Wer weiß, welche vergessenen Geheimnisse sie in sich bringt. Ich lese die neueren Folianten, ich versuche die alte Schriftrolle zu besetzen. Das machen wir mal, stresst uns zwar. Hofpracht Stufe 6. Ja, der Graf Popo. Mit dem haben wir schon öfters Spaß gehabt. Die Nacht bricht herein und die Kerze, die das Schriftstück vor mir erleuchtet, wird stündlich kürzer. Als sie dann ein letztes Mal aufflackert und mich dann im Dunkeln zurücklässt, sind die Geheimnisse der Schriftrolle nach wie vor unentdeckt. Ich mache weiter. Ja, wir sind sehr angespannt, ich weiß.
Geistiger Zusammenbruch, heimgesucht von der Vergangenheit. Ich sitze grübelnd auf meinem Thron. Die Erinnerung wiegt schwer auf meinem Herzen und ich gehe Dinge durch, die ich vor vielen Jahren getan habe. Habe ich mir damals genug Mühe gegeben? Hat mein Tun Widrigkeiten abgewandt oder sie nur verursacht? Habe ich jemals das Richtige getan? Mir pocht der Schädel. Warum sollten mich die Mächte des Schicksals regieren lassen, wenn doch klar ist, wie sehr ich unter diesem Titel leide? Ich schwöre bei Gott, dass ich bald jemanden verprügeln werde, schon wieder. Der Lampert wird mich sicherlich unterstützen. So, Lektion der Vergangenheit nochmal. Nicht einmal mit Hilfe eines staubigen Glossars kann ich der Schriftrolle ihre Geheimnisse entlocken. Aber ich mache weiter. Im Laufe der Nacht enthüllt sich mir eine unglaubliche Geschichte. Bei der Schlacht am Roten Felsen kettete der Kriegsfürst Cao Cao seine Schiffe vor der Steven an hinter Steven, um zu verhindern, dass seine Männer seekrank werden. Ein Befehlshaber der feindlichen Truppen, der Sun Liu, Huang Gai, sah eine günstige Gelegenheit gekommen und übersandte ein Schreiben, in dem er seine Kapitulation vortäuschte. Dann bereitete er ein Geschwader Schiffe vor, füllte sie mit Zunder und Öl und ließ sie vom Wind in Richtung Cao Cao treiben. Als die führerlosen Schiffe sich der feindlichen Flotte näherten, wurden sie in Brand gesetzt, was den Tod zahlloser Männer zur Folge hatte. Ich studiere die Schlacht oder ich studiere, konzentriere mich auf den Besetzungsvorgang. Da ich ja Krieger bin, Studium der Schlacht am Roten Felsen, was bringt uns das denn? Kriegsführung plus eins, Bildung plus eins, ja. Dann Kriegsführungslebenswandel einschließen. Ja, schauen wir mal, dass wir hier eine Runde weiterkommen. Einschließen. Der Jüngste sind wir jetzt auch nicht mehr. Und wir hatten ja noch diesen Krieg zu führen. Teilen wir mal die Armee jetzt hier in zwei. Ja, führen wir die mal darunter. Und ich denke mal, die Armee können wir eigentlich direkt wieder entlassen. Armee auflösen, ja, weil wir haben es jetzt hier nur wirklich nicht mit einem gefährlichen Gegner zu tun. Eigentlich, wisst ihr was, ich löse die zweite Armee hier auch auf. Zweite Armee von Regensburg, die lösen wir auch auf. Kostet alles nur unsinnig viel Geld für einen Gegner, der es, ja, ihr seht ja selbst. Da gibt es nicht viel zu holen. Was ich aber machen könnte, ist jetzt langsam mal studieren. Ah, nee, wir haben wieder Geld zum Ausgeben. Ich kann aber trotzdem langsam mal studieren, wie es aussieht, welche Kriege wir als nächstes führen könnten, würden, sollten. Ansprüche von Graf Iohan, Graf von Pset. Ja gut, können wir nachher schauen. Noch habe ich genügend zu tun. Das heißt, wir werden jetzt hier in Bayern weiter schauen, dass wir weiter ausbauen. Wie sieht es denn aus in Ingolstadt? Ah, in Ingolstadt können wir tatsächlich noch was bauen. Die Gehöfte verbessern zu Wiesen. Damit bin ich wieder an meiner Schwelle von knapp 2000 angekommen. Dabei belassen wir es auch. Aber wir haben tatsächlich eine Anfrage hier im Hof. Ein galanter Ritter. Mein Cousin Herzog Adolf hat sich... Das ist mein Cousin? Ah, es ist ein anderer. Hat sich während der letzten Kämpfe einen Namen gemacht und die Begeisterung ist ihm am ganzen Hof zu spüren. Was für ein Ritter, was für ein Vorbild, was für ein Mann. Bei all dem Lob, der es auf ihn herabregnet, wird klar, dass von mir erwartet wird, ihn in irgendeiner Weise offiziell zu belohnen. Ich werde etwas Freundliches über ihn sagen. Er ist der neue Fürst von Grafschaft von München. Nein, definitiv nicht. Er erhält für seine Errungenschaften etwas Gold. Boah, 300. Nee, ich werde etwas Freundliches über ihn sagen. Verliert 20 Meinungen von uns, weil ich was... Ja, dann soll er das mal machen. Ich bin bestimmt nicht bereit, hier 300 zu zahlen. Und wir müssen den Hof müssen wir auch bald mal wieder halten. Was mir jetzt mal wichtig wäre, wie sieht es denn eigentlich mit unserem Erzbischof aus? Der hat immer noch so eine schlechte Meinung von uns. Ah, dem haben wir schon ein Geschenk geschickt. Ha! Na gut. Hoffentlich, dass mal das Beeinflussungskomplott dann mal auch klappt gegen ihn. Gehen wir mal auf Stufe 2.
Groß und stark. Die Schwäche, mit der meine Tochter von Geburt an geschlagen ist, hat sich endlich aus ihrem Würgegriff entlassen. Ich bin so erleichtert, als ich Gisela mit den anderen Kindern herumtoben sehe. Ich auch. Wie alt ist sie denn jetzt? 3. Ich glaube, Ausbildungsschwerpunkt dann erst mit 6, gell? So grob. Möglichst so stark werden, Gisela. Und ich hoffe, dass wir keine weiteren Kinder mehr bekommen, denn derzeit ist meine Erbfolge... ja, hervorragend geregelt. England wollte ich ja dem Landbett unserem zweiten Sohn geben. Das passt also wirklich hervorragend. Dann werfen wir mal einen Blick auf unsere Vasallen, ob ich mich da mal um jemanden kümmern muss. Der Herzog Jakob von Westfranken mit -12, da bin ich ja schon froh, dass der bloß so wenig ist. Herzog Ernst von Verona. Ja, da hat doch noch einige Grafschaften. Vielleicht wäre ein Geschenk mal nicht so schlecht. 150 für 15. Seid gegrüßt, mein ekelhafter Vasall. Es würde mich entzücken, wenn Tochter Lüdgard von euch meinem Hof in Aachen besuchen könnte. Jawohl, mein Kaiser. Natürlich wird sie da sein. Unser Sohn, der Prinz Landbert, der ist natürlich zufrieden. Herzog Karl von Steiermark. Herzog William III. Von Normandie. Ja, natürlich, dass die ganzen Engländer nach der Übernahme natürlich gerade nicht zufrieden sind, ist mir auch klar. Aber da möchte ich mich gerade nicht unbedingt drum kümmern. Gräfin Havise von Devon. Havise, so hieß doch die erste Frau von unserem Stammvater. So, auf geht's. Dass wir hier den Zwist bald beenden. Mein Ratspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar meine Tochter Anderberta. Wir müssen den Übeltäter, der hinter Sache steckt, aufhalten. Hoffentlich finden wir den. Ja, jetzt geht er flüchten. Vielleicht war es doch etwas zu voreilig, meine zweite Armee. Ich kann die ja auch teilen. Ah, schon erwischt. Wollte gerade sagen, Armee zwei teilen und die Zange nehmen. Und Lüdgard von Beck ist wieder zurück. Und dann werden wir hier belagern. Sind eh schon bei 50% Kriegsscore. Ah, wir können wieder mal einen Hof halten. Vielleicht machen wir das mal eben. Kosten 70. Schauen wir mal, was die Bittsteller zu sagen haben. Gib dem ersten in der Reihe ein Zeichen, sich zu nähern. Wen haben wir denn? Ein furchterregender Bauer schlendert allzu nah an euch heran, ehe eine Wache zwischen euch tritt. Oh, weicht er zurück und lacht durch die spärlichen Zähne. Mein Fürst, ich komme aus Padua mit einer Angelegenheit von großer Wichtigkeit. Seine Augenbrauen krümmen sich. Alles begann während der letzten Erntezeit. Die Ziege hat sich in die Hütte der Nichte verirrt und eine große Sauerei angerichtet. Er klopft sich auf den Schenkel. Oh, ihr hättet es sehen sollen. Was ihr nicht sagt, bitte fahrt fort. Anspannung für mich. Ihr lacht mich aus, ab an den Galgen. Nee, ihr seid ein Narr, mein Narr. Was, wie ist dieser Mann hierher gekommen? Hochtrabend. Volksmeinung -20. Gut, aber ich will natürlich nicht zu sehr nach den Werten gehen. Was ihr nicht sagt, bitte fahrt fort. Ich glaube, das ist ganz angemessen, vor allem, weil jetzt werden wir von Anspannung überwältigt, ich weiß. Bürgermeisterin Katharina, die Fäuste ballend. Es herrscht einen Augenblick lang Stille, ehe ich merke, dass sie damit an der Reihe ist, sich an mich zu wenden. Mein Lehnsherr, sagt sie, und verschafft sich damit etwas kostbare Zeit, um ihre Gedanken zu ordnen, bevor sie fortfährt. Lächeln und Lachen sind gute Anzeichen für einen lebendigen Hofstaat. Aus diesem Grund möchte ich jemanden vorschlagen, der einen großartigen Hofnarren abgeben würde, um uns zu unterhalten. Mein Lehnsherr, wenn ich dürfte, Herzog Tomaltach, der bis eben noch an der Seite stand, meldet sich zu Wort. Ein Hofnarr wird die kultivierte Luft dieses Hofes ruinieren und seine Raffinesse durch groben, infantilen Humor ersetzen. Ah, okay. Nee, ein Hofnarr hätte ich eigentlich was. Ich werde diesen von euch vorgeschlagenen Hofnarren einstellen. Wen schlägt sie denn fort? Richwara zum Hofnarren. Ja, komm. Mach mal das. Mein Gast Stephanie nähert sich mit einem Grinsen meinem Thron und verbeugt sich tief.
Seid gegrüßt, Eure Majestät. Während meiner kürzlichen Reise nach Königreich von Frankreich habe ich einige faszinierende Kuriositäten über einige Untertanen von König Guillaume in Erfahrung gebracht. Ich würde diese gerne mit euch teilen, zu einem gewissen Preis. Für 300. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit Frankreich habe ich nicht viel am Hut. Verschwindet an meinem Hof, ist kein Platz für Euresgleichen. Als der letzte Bitchel den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihren Aufgaben nachgehen müssen. Andere bleiben zurück und unterhalten sich über die letzten Verhandlungen. Bald ist die zeremonielle Förmlichkeit gänzlich verflogen und das übliche Treiben des höfischen Lebens nimmt seinen Platz ein. Gut, dann ist meine Aufgabe hier erledigt. Sehr schön. Ich denke mal, es wird dann auch gleich wieder Zeit für ein Festmahl. Aber wisst ihr was? Es gibt auch keine bessere Zeit, ein Festmahl zu gründen, während wir hier unten die Stadt belagern. Also müssen wir mal ein bisschen was tun für unseren neuen Mitbürger aus England. Mal schauen, ob da welche angereist kommen. Festmahl, ein geselliges Beisammensein. Die Gäste sind da, sehr schön. Habe ich Pause auch noch an? Nee, ist schon aus, die Pause. Als das Festmahl in vollem Gange ist und unsere Gäste fröhlich essen und trinken, tritt Prinz Lambert an Dolce und mich heran, die wir an der großen Tafel sitzen. Welch grandioses Festmahl, ein großes Kompliment an die Gastgeber. Das war ganz allein die Leistung von Dolce. Das mache ich ja immer so. Wahrscheinlich stimmt das auch. Ich persönlich wäre da auch nicht gut im Ausrichten. Das ist nicht meine Baustelle, beziehungsweise, also was Baustelle wäre es vielleicht, aber ich kann es einfach nicht. So, wie lange dauert die Belagerung jetzt hier noch? 35 Tage. Ich hatte mein Bestes gegeben und dafür gesorgt, dass Altmann und Herzog Attila möglichst weit getrennt voneinander saßen. Doch das reichte nicht. Und jetzt gehen sie mitten in meinem Festmahl aufeinander los. Einer meiner Wachen steht in der Nähe der Prügelei und wartet auf meinen Befehl. Werft Attila hinaus, damit er sich abkühlen kann. Attila von Gyr. Haltet Altmann fest, bis sich die Lage beruhigt hat. Nee, dann werft man den Attila raus. Da ist mir der Altmann viel zu wichtig. Und mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht mal schauen, wie es denn mit meinen Rittern aussieht. Oh, wir sind in der Prachtstufe wieder ein abgesunken. Prinz Ludwig von Augsburg, den verbieten wir es mal. Gut. Wir haben die Eigenschaft eifrige Frohnatur erhalten. Und Ludgard ist erwachsen. Verheiratet ist ja auch schon. Mit Kaiser Jürgen. Genau, so war das. Dann werde ich es jetzt wohl bald hergeben müssen. Wie schnell sie doch bald flügge werden. Mal schauen, ob es das zum Vorteil gereicht. Altmann ist immer noch nicht beeinflusst. Das gibt's doch nicht. Kaiser Godomir hat den Krieg verloren. So, und hier diese kleine Streitigkeit ist jetzt vorbei. Forderung erzwingen. Können wir dem jetzt eigentlich die Grafschaft wegnehmen? Titel aberkennen? Ja. Gut. Der macht mir keinen Ärger mehr. Ein örtlicher Bildhauer sucht einen Gönner. Ein schwierig aussehender Mann verlangt nach einer Audienz. Mein Name ist Odilo. Vielleicht seid ihr schon meinen wunderschönen Skulpturen auf den Kruzifixen neben der Straße eures Reichs begegnet. Ich dachte, ihr könntet vielleicht mein Wohltäter werden wollen. Da mein Name bei euren Untertanen inzwischen durchaus recht berühmt ist, könnten wir beide von dieser Partnerschaft profitieren. Als Beweis meines guten Willens würde ich eine einzigartige Skulptur von meisterhafter Qualität für euch erschaffen, die ihr überall ausstellen könnt, wo immer ihr wollt, um der Welt eure immense Frömmigkeit zu zeigen. Ich habe noch nie von dir gehört, du siehst auch nicht wirklich talentiert aus. Wir können ja mal hier schauen. Na, er sieht wirklich nicht talentiert aus. Aber für 32 können wir das nochmal probieren. 32 Gold ist nicht so schlecht. Mitfühlende Zwistigkeit. Angerührt durch meine Nöte hat mir Herzog schon bei vielen Gelegenheiten Rat und Hilfe angeboten.
in der Hoffnung, mir die Last meiner Pflichten zu erleichtern. Die Aufmerksamkeit von Ernst mir gegenüber hat jedoch den Groll von Prinz Landbert geweckt. Ernst ist nicht zu trauen. Das ist nur ein Plan, um euch auszunutzen, mein Fürst. Ich setze mein Vertrauen nur in jene, die es verdienen. Herzog Ernst wird unser mein Freund. Prinz Lambert wird eure Wahl, das brauchen wir nicht. Können wir drei denn nicht zueinander finden? Ich werde eure Warnung beherzigen, Landbert. Wir probieren es mal. Können wir drei nicht? Herzog Ernst gewann 10 Jahre 50 Meinung für uns. Oh! Mir gelingt es, die beiden Vasallen miteinander zu versöhnen. Sehr schön. Das ist gut. Und Weideland in Krems gebaut. Können wir da eigentlich direkt weitermachen in Krems? Na. Wie komme ich denn da jetzt hin? Bin ich jetzt zu blöd? Jetzt, Krems. Nach England kriege ich die nicht. In Krems können wir, wisst ihr was, ich baue hier nochmal tatsächlich eher sowas wie Kasernen. Ja, errichten wir mal die Kasernen hier. Wir haben wieder weitere 5 Verwaltungshöflinge. Die Fraktion ist aufgelöst, Belagerung ist gewonnen und der Altmann ist nicht beeinflusst. Erstmal alle Armeen auflösen. Örtlicher Bildhauer ist ziemlich talentiert. Odile kommt mit dem Ergebnis seiner Arbeit zurück. Du untersuchst die Statue von Kopf bis Fuß. Dies ist offensichtlich ein Heiliger oder vielleicht ein Bischof, aber du wagst es nicht zu fragen, wer genau. Die Skulptur besitzt schöne Kurven und Linien. Sie wird deinen Hof sicherlich beeindrucken und der örtliche Bildhauer wird mit deinem Namen zusammen mit seiner bescheidenen, aber ehrlichen Kunst hausieren gehen. Schön, sag ihn, du hast meine Gönnerschaft, Odile. Wir haben ein Artefakt, Statue eines Heiligen. Ist das dann hier mit drin, oder? Tatsächlich. Kann ich die dann jetzt hier aufstellen? Statue eines Heiligen. Da steht sie jetzt. Sehr gut. Was bringt mir das jetzt eigentlich? Frömmigkeit 0,4 pro Monat. Das ist gut. Frömmigkeit kann ich immer gut gebrauchen. Meinung von Klerus plus 5. Gut. Passt doch hervorragend. Das passt soweit hervorragend. Was haben wir hier? Was? Ach so, das war die Sache mit dem Herzog Popo noch. Und wir haben immer noch Gräfin Agnes Marvis von Villach. Wir verlieren das wieder, wenn die stirbt. Na gut, da haben wir noch genügend Zeit, um uns des Problems anzunehmen. Bekannter wurde gefangen genommen. Wir haben bestimmt auch noch wieder einige Gefangene, die wir... Kuno von Beck, der bleibt im Gefängnis. Marie. Eingekerkert in Regensburg. Lösegeld. Hauptmann Katno von den Bretonen. Sebastian, lasse ich einfach so frei. Geht es überhaupt? Lösegeld fordern. Freilassung verhandeln. Kann nie schaden, einen Söldnerführer an seiner Seite zu wissen. Gundbald. William von... Tja, tatsächlich gibt es nicht mehr viele, die ich hier entlassen kann. Nee, dann bleibt es hier noch so. Was haben wir denn? Hofhenker, Hofnarr, Hoftutor. Und wir haben unseren Hofarzt, der auch gleichzeitig ein Henker ist. Eine tolle Personalunion. Was gibt es denn hier noch? Ein Vorkoster. Eignung schlecht, Eignung schrecklich. Okay, wir haben keinen, der dafür geeignet ist. Stallmeister, Erzjägermeister, Wirkung hängt von Eignung ab.
Hofpracht ändert sich. Ja, es geht alles größtenteils auf die Hofmacht hier. Hofmusikant. Meinungszuwachs, Zugewinn bei Ausricht eines Festmahls. Leibwächter. Eignung schlecht. Okay. Na dann, stell mal keinen mehr ein. Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott um eine Person, Bürgermeisterin Kunigunda. Ja. Wäre jetzt nicht so das Verkehrteste. Von wem kommt denn das? Königlein Margarete von Galizien. Ja, dann nehmen wir das an. Gut. Ja, ich werde jetzt in der Pause im Prinzip in zwischen den beiden Folgen mir jetzt genau überlegen, gegen wen wir als nächstes Krieg führen. Wir könnten uns einen Teil von Schwaben einverleiben, aber vielleicht haben wir doch noch irgendwelche besseren Optionen, die uns noch größeren Zugriff. Friesland generell wäre noch interessanter. Das schaue ich mir an. Da müsst ihr nicht unbedingt dabei sein. Ihr kennt mich ja. Sowas dauert ja dann bei mir immer ewig. Und wir brauchen keine ganze Folge damit verschwenden, vorzulesen, welche Kriege ich führen kann. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Folge und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch. Servus.